Es gibt einen zusätzlichen DNA-Satz, der manchen Menschen verschiedenfarbige Augen schenkt. Dieser Zustand wird Heterochromie genannt. Das kommt aber sehr selten vor und ist auch total harmlos. Deine Augenfarbe siehst du auf dem Muskelring, der deine Pupille umgibt. Er wird Iris genannt. Sie lässt das Licht mehr oder weniger in deine Augen eindringen. Und die Farbe der Iris hängt vom Pigment Melanin ab. Je mehr Melanin du hast, desto dunkler ist seine Augenfarbe. Die meisten Menschen haben in beiden Augen die gleiche Menge Melanin, deshalb stimmen die Farben auch überein. Es sei denn, du hast eine genetische Mutation wie Heterochromie. Es gibt einen langen Handflächenmuskel mit dem lustigen Namen Palmaris longus. Er half unseren Vorfahren bei bestimmten Aktivitäten wie das Klettern auf Bäume. Wir brauchen ihn heute nicht mehr, aber manche Menschen haben noch diesen Muskel. Willst du wissen, ob du diesen Muskel hast? Dann leg deinen Arm auf eine flache Oberfläche. Bring deinen Daumen mit deinem kleinen Finger zusammen und wenn du ihn hast, dann siehst du diesen Muskel aus deinem Handgelenk ragen. Es gibt auch seltene Körpermerkmale, die man gar nicht sehen kann, wie zum Beispiel die LRP5-Genmutation, die bei manchen Menschen zu sehr, sehr dichten Knochen führt. Ihre Knochen sind bis zu 8-mal dichter als beim Durchschnitt. Das macht sie zu einer Art Übermenschen, weil ihre Knochen extrem bruchfest sind und ihre Haut weniger anfällig für Alterung ist. Es gibt auch Leute, die eine zusätzliche Rippe in der Nähe ihres Halses haben. Diese Rippe kann unterschiedlich groß sein und wird erst dann zum Problem, wenn sie zu groß wird. Dann stört sie irgendwie. Meistens bleibt sie aber normal groß und du hast einfach nur einen zusätzlichen Knochen, von dem du oft gar nichts weißt. Du hast bestimmt schon vom spitzen Haaransatz gehört. Vielleicht hast du ihn auch, einen Haaransatz, der einen V-förmigen Punkt in der Mitte deiner Stirn bildet. Das heißt, in der Mitte ist er niedrig und an den Seiten höher. Bei manchen Menschen ist er nur angedeutet, bei anderen ziemlich stark ausgeprägt, vor allem wenn sie die Haare nach hinten kämmen. Der Name dieses Merkmals könnte ein Überbleibsel aus dem England des 18. Jahrhunderts sein, als Frauen schwarze dreieckige Hüte trugen, deren Spitze in die Mitte der Stirn fiel. Etwa 33% der Weltbevölkerung haben dieses Merkmal. Wenn dein Freund oder deine Freundin dir erzählt, dass sie nicht viel schlafen müssen und problemlos den ganzen Tag durcharbeiten können, ohne müde zu werden, dann vergleiche dich nicht mit ihnen oder fühle dich nicht schlecht, wenn du nicht ihren Rhythmus halten kannst. Wahrscheinlich haben sie das seltene DEC2-Gen. Schlafexperten empfehlen im Allgemeinen, für einen erholsamen Schlaf mindestens 7 Stunden zu schlafen. Aber Menschen mit diesem Gen, die etwa 5% der Weltbevölkerung ausmachen, brauchen nur 4 bis 6 Stunden Schlaf, um frisch und ausgeruht aufzustehen. Dank dieser Genmutation durchlaufen sie einen Schlafzyklus viel schneller als die meisten von uns. Und so haben sie mehr Zeit, weil sie länger wach bleiben können. Menschen wie Margaret Thatcher und auch Nikola Tesla haben diese Genmutation. Und jetzt kommen wir zu Bogenfingerabdrücke. 65% der Menschen haben Schleifen, etwa 30% haben ein Muster in Form eines Wirbels, aber nur 5% haben das spezielle Bogenmuster als Fingerabdruck. Weißt du eigentlich, dass Braun die häufigste Augenfarbe ist? Graue Augen sind am seltensten. Nur 3% der Menschen haben sie, das ist 3-mal weniger als die Zahl der Menschen mit blauen Augen. Und nur 2 von 100 Menschen haben grüne Augen. Grün ist also keine dominante Farbe. Wenn zum Beispiel ein Elternteil braune Augen hat, wird Grün den Kampf bei der Vererbung verlieren. Und nur 5% der Menschen haben bernsteinfarbene Augen, das heißt einen kupferfarbenen oder goldenen Farbton mit grünen, goldenen oder braunen Flecken. Aber bernsteinfarbene Augen kommen häufig bei Vögeln, Hunden und Fischen vor. Kennst du Leute mit einer Zahnlücke? Das wird Diastema genannt. Es gibt viele berühmte Menschen, die dies zu ihrem Markenzeichen gemacht haben. Und das ist auch ziemlich einzigartig, denn nur etwa 25% der Menschen aus verschiedenen Altersgruppen und Bevölkerungsgruppen haben diese Lücke. Gehörst du zu dem Viertel der Weltbevölkerung, die einen außergewöhnlichen Geschmackssinn haben? Dann bist du ein Superschmecker und hast mehr Geschmacksknospen auf der Zunge als der Durchschnittsmensch. Superschmecker sind besonders empfindlich bei bitteren Geschmacksrichtungen. Als einige von ihnen an Tests teilnahmen, waren sie von der Bitterkeit einiger Stoffe total angewidert, was der Durchschnittsverkoster gar nicht geschmeckt hat. Weil sie so empfindlich auf bestimmte Geschmacksrichtungen reagieren, meiden diese Menschen meist fett- und zuckerreiche Essen. Das ist gut, aber sie meiden auch bestimmte, gesunde Gemüsesorten, weil ihr Geschmack zu intensiv ist.
Auf der anderen Seite gibt es Menschen mit weniger Geschmacksknospen. Ihr Geschmackssinn ist also weniger ausgeprägt. Etwa 5% der Menschen haben ein winziges Loch in der Nähe ihres Ohrs. Das wird als Beweis angesehen, dass auch wir Menschen früher Kiemen hatten. Dieses Loch erfüllt heute aber gar keinen Zweck mehr und ist auch nicht gefährlich. Ein weiterer seltener Körperzustand ist die doppelte Wimpernreihe. Eine zweite Reihe Wimpern ist in den meisten Fällen kein Problem. Wenn du sie richtig stylst, können sie deine Augen stärker betonen, wie bei Elizabeth Taylor zum Beispiel. Sie hatte diese doppelte Wimpernreihe. Schau dir mal deine Füße an. Ist dein zweiter Zeh länger als der erste? Den nennt man Morton-Zehe. Bis zu 22% der Menschen haben dieses Merkmal. Der Name geht auf den Wissenschaftler Dudley Joy Morton zurück. Er glaubte, dass der lange zweite Zeh ein Überbleibsel der Evolution ist, der uns an die Greifzehen der Vormenschen erinnert. Interessant ist, dass auch die Freiheitsstatue diesen Morton-Zeh hat. Wir alle niesen. Aber etwa 25% der Weltbevölkerung reagieren ziemlich ungewöhnlich, wenn sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Du hast es erfasst. Sie niesen. Dieses Phänomen wird photischer Niesreflex genannt. Gehörst du zu den 90% der Menschen, die Rechtshänder sind, oder zu den 9% Linkshändern? Vielleicht kannst du auch die meisten Aufgaben mit beiden Händen gleich gut erledigen. Dann bist du selten. Beidhändigkeit ist eine Rarität. Aber warum haben die meisten von uns eine dominante Hand? Die Antwort liegt wahrscheinlich in unserem Gehirn. Wir haben zwei Gehirnhälften. Wenn bestimmte Funktionen auf einer Seite ablaufen, werden Informationen nicht auf die andere Seite übertragen. Und unsere Gene bestimmen, welche Hand die dominante ist. Und manchmal kommt es zu einer Mutation, bei der jemand mit beiden Händen gleich gut arbeiten kann. 20% der Bevölkerung werden ohne Weisheitszähne geboren. Die meisten von uns entwickeln sie zwischen dem 17. und 21. Lebensjahr. Das sind quasi Ersatzbackenzähne. Du denkst, du hast keine bekommen, weil du sie nicht sehen kannst? Aber ein Röntgenbild kann bestätigen, dass sie sich unter deinem Zahnfleisch verstecken. Unsere Vorfahren haben diese Zähne gebraucht und sie waren auch ausgeprägter. Eine Theorie besagt, dass sie ins Hintertreffen geraten sind, weil unser Gehirn größer geworden ist und der Kiefer kleiner werden musste, um Platz zu schaffen. Ja, diese Theorie gefällt mir. Aber es heißt auch, weil wir gegartes Essen zu uns nehmen und uns generell anders ernähren als unsere Vorfahren, verlieren wir im Laufe der Evolution die zusätzlichen Backenzähne. Aber noch haben wir sie. Du hast wahrscheinlich einen Haarwirbel im Uhrzeigersinn, stimmt's? Aber vielleicht gehörst du auch zu den 5 von 100 Menschen, die einen Doppelwirbel haben. Und wenn sich beide Wirbel gegen den Uhrzeigersinn drehen, bist du sogar noch einzigartiger. Verschränke jetzt deine Hände. Schau mal, auf welcher Position deine Daumen sind. Welcher liegt über dem anderen? Wenn es der rechte ist, machst du es wie 50% der Bevölkerung. Es fühlt sich komisch an, wenn du den linken Daumen über den rechten legst, oder? Aber für 49% der Menschen fühlt sich das normal an. Nur 1% legen ihre Daumen nebeneinander, wenn sie ihre Hände verschränken. Weißt du, auf welcher Seite dein Herz sitzt? Bei wenigen Menschen schlägt es auf der rechten Seite der Brust. Das ist eine seltene Anomalie, die meistens aber keine negativen Folgen mit sich bringt. Hast du von Natur aus rote Haare? Dann gehörst du zu den 1-2% der Menschen weltweit, die diese Genmutation haben. Aber um rothaarig zu werden, müssen beide Elternteile dieses Gen haben, um die Farbe zu vererben. Kannst du deine Zunge rollen? Du denkst wahrscheinlich, dass das nicht so viele Leute können. Aber Fakt ist, dass das mehr als 80% der Menschen können. Aber weniger als 5% können ein Kleeblatt mit ihrer Zunge bilden. Wusstest du, dass manche Menschen mit ihrem Kiefer eine Art brüllendes Geräusch in ihrem Kopf erzeugen können? Ja, das können sie dank eines winzigen Muskels in ihrem Mittelohr. Die meisten von uns können ihn nicht willentlich anspannen, aber manche schon. Und dann erzeugen sie so ein Grollen in ihrem Ohr, dass sie an Donner oder Gebrüll erinnert. Das ist also kein Löwe hinter dir. Ups, mein Fehler. Wir alle bekommen eine Gänsehaut, wenn wir unser Lieblingslied hören oder etwas sehr Emotionales erleben. Oder wenn uns kalt ist. Aber manche Menschen, weniger als 1%, können sich selbst eine Gänsehaut verpassen, wann immer sie wollen. Per Anhalter reisen ist ein Abenteuer, aber nur 1/4 der Weltbevölkerung hat den passenden Daumen dazu. Es ist der Anhalterdaumen, bei dem der obere Teil des Daumens um 90 Grad nach hinten gebogen werden kann. Cool, lass uns das mal versuchen. Aua!